Shit, shit, shitty, shit. Ah, Jesus, titty. Hello, sir. Excuse me. Do you have the time? 4:20. Nice. Come on, you little shit. Time of death. 4:20. Nice. All right, now that you've removed the panel, you should be able to see 6 wires, correct? Correct. Okay, good. Now stay calm. How much time is left on the clock? 4:20. Nice. Hello? 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 Good afternoon, passengers. This is your captain speaking. We are beginning our descent into Budapest. The outside temperature is a pleasant 26 degrees Celsius, and our estimated time of arrival is... 4:20. Nice. Ja, servus Leute und herzlich willkommen zurück im Avocado TV Studio. Der eine oder andere von euch dürfte ja mitbekommen haben, dass jetzt das Cannabis-Gesetz verabschiedet wurde. Und das bedeutet, es gibt jetzt einige Neuerungen, was man darf, was man nicht darf, was neu ist, was alt ist. Und auch dazu begrüße ich heute meinen Gast, nämlich Madame Seegörkchen. Hallo, hallo. Guten Abend, hallo. Achso, bevor ich es vergesse, dieser Clip, den ich gerade am Anfang eingespielt habe, das ist eine Zusammenstellung aus einer Cartoon-Serie, Trip Tank heißt die. Kann ich vom Humor her sehr empfehlen, ist politisch recht unkorrekt und frei von Wokeness, kann ich sagen. Manchmal relativ derbe, relativ abgefahren. Ne? Schaut einfach mal bei YouTube vorbei und gebt dort einen Trip Tank, werdet ihr wiedererkennen, ne? Gibt es Deutsch und irgendwo gibt es das auch in Englisch. Kann ich nur empfehlen, das nur mal an der Stelle. Unser Thema heute, wie gesagt, das neue Cannabis-Gesetz und was es darüber Wichtiges zu wissen gibt. Und dazu gehen wir gleich mal rüber zum Fernseher und schauen einfach mal, was ist jetzt erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und dazu haben wir nämlich eine Seite, die wir auf mdr.de finden. Und da geht es um die Legalisierung seit dem 1. April. Also wir machen das jetzt so, wir klären einfach das Wichtigste, was es zu wissen gibt. Insbesondere für die, die vorhaben, jetzt selber Cannabis zu konsumieren. Was man darf, was man nicht darf, worauf man achten sollte. Und dazu lesen wir hier Cannabiskonsum, was bei Kiffen und Hanfanbau erlaubt ist. Seit dem 1. April ist in Deutschland für Erwachsene der Konsum und Besitz von Cannabisprodukten in bestimmten Mengen straffrei. Eine kontrollierte Abgabe über Vereine soll den Schwarzmarkt eindämmen. Die ursprünglich geplanten kommerziellen Cannabis-Shops kommen später. Die Regelung im Cannabis-Gesetz im Überblick und eine Chronik, wie es dazu kam. Ja, dazu würde ich auch das hier aus jüngerer Vergangenheit erstmal durchgehen. Und ich würde auch noch ein paar Fragen dazu stellen. Hier lesen wir ja, die ursprünglich geplanten kommerziellen Cannabis-Shops kommen später. Ab wann können wir die denn erwarten und was ändern die dann? Weißt du das? Um ehrlich zu sein, ich höre das gerade zum allerersten Mal. Das wären ja dann Coffee-Shops, denke ich mal. Also würde ich mir vorstellen. Ja, ich... War davon wirklich eine Rede? Ja. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, ich muss sagen, das habe ich am Anfang auch nicht auf dem Schirm gehabt, was das ist. Ich habe auch gedacht, dass jetzt ab dem 1. April, ist jetzt ein paar Tage immerhin her, dass man da gleich Coffeeshops hat, so wie in Holland oder wie in Kanada zum Beispiel. Aber das ist ja im Moment nicht so. Also es gibt im Moment noch keine Läden, in die man einfach so reinspazieren kann und sich da Cannabis kaufen kann. Es gibt jetzt Cannabis-Vereine, aber erst in ein paar Monaten, wo man dann bis zu einer gewissen Menge, kommen wir gleich noch zu, na? Wo man das bis zu einer gewissen Menge kaufen kann, aber direkt kann man es noch nicht kaufen. Na? Das wäre schon mal der erste wichtige Punkt an der Stelle. Ja, also das Lustige ist ja, da gibt es einen kleinen, na, wie nenne ich das, wo ich dachte, wie soll das abgeklärt sein?
Und zwar habe ich gedacht, gut, die wissen, also nicht nur ich, die wissen jetzt, dass es auch schon Leute gab, die vorher gekifft haben. Und woher wissen die das? Weil es wohl irgendwie ein kleines Gesetz dazu gab, das hieß wohl, wer jetzt schon, also vor der Legalisierung, welches besessen hat, soll das nachher auch straffrei rauchen oder konsumieren dürfen. Und wer dabei draußen auf der Straße erwischt wird oder beim Mitführen, Mittragen, der darf auch gerne die Aussage verweigern und auch und ist nicht gezwungen zu sagen, woher er das hat. Ah, genau. Das war mir am Anfang nicht ganz bewusst. Da dachte ich zuerst, hä, wie wollen denn die das machen? Nee, das habe ich auch an einer anderen Stelle schon gelesen. Und dass auch manche Anklagen wegen Besitz oder Handel oder was auch immer, dass die jetzt fallen gelassen werden, also auch nachträglich. Ja, genau. Also wenn du jetzt, sag mal, wegen ein paar Gramm, spinn mal jetzt mal rum, für ein paar Jahre in den Bau gewandert bist, könntest du wieder freikommen. Das soll ungefähr zwischen 8 und 2000 Leute betreffen in Deutschland. Ja, also es geht da auch darum, die Justiz zu entlasten in dieser Sache, nehme ich mal an. Dass das auch eine der Hauptideen dabei ist. Ah, okay. Also wir halten mal fest, diese Cannabis-Shops gibt es im Moment noch nicht. Die kommen erst jetzt im Sommer, also so Juli, um den Dreh. Ne? Dann kann man sich dort mit... Warte, ich kann dir ein Datum sagen. ...und so weiter melden. Ja, sag mal. Und zwar, Momento, das habe ich von uns rausgesucht gehabt. Ab dem... Wo ist es? Hier. 1. Juli 2024. Ah, 1. Juli, okay. Das ist die sogenannte Säule 2 dann, die dann in Kraft tritt. Naja. Also die müssen sich erstmal drauf einstellen, nehme ich mal an, bevor das hier so massentauglich wird. Natürlich, ja. Ah, okay. Schauen wir uns doch mal diese Chronik an, die wir hier finden, die so die jüngere Vergangenheit angibt, besonders was jetzt den 1. April betrifft. Genau, nächster Eintrag ist hier 22. März. Gehen wir jetzt mal den 1. April durch, das dürfte uns jetzt das Wichtigste sein. Liest du doch bitte mal, das Cannabis-Gesetz der Ampelregierung tritt in Kraft. Lass uns immer so abwechseln. Exakto. Das Cannabis-Gesetz der Ampelregierung tritt in Kraft. Legalisierung von Cannabiskonsum für Erwachsene, der Besitz von bis zu 25 Gramm im öffentlichen Raum und Eigengebrauch ist erlaubt, der Besitz von bis zu 50 Gramm trockenen Blüten ist legal. Also ich schätze mal, das gilt dann besonders für das, was man auch zu Hause anbaut, dass man da maximal 50 Gramm trockene Blüten haben darf. Das heißt, wenn man jetzt vorhat, zu Hause was anzubauen, dann sollte man halt darauf Acht geben, wie viel man besitzt und wie viele Blüten gerade vorhanden sind. Ja, das wird ein Ding der Unmöglichkeit werden, weil eine Pflanze hat mal immer einen höheren Ertrag, außer du machst jetzt eine Mini-Mini-Bonsai-Sorte. Und ich habe mir auch schon gedacht, wie würde man denn sowas nachprüfen wollen? Also wenn ich jetzt eine Pflanze habe und da was abernte und stelle fest, okay, ich habe im Moment 30 Gramm in meinem Einmachglas dafür, und dann hängt aber noch viel mehr an den anderen Pflanzen, maximal 3, übrigens kommen wir gleich zu, dann bedeutet das ja automatisch, dass ich diese Menge überschritten hätte. Na gut, trockene Blüten. Die Blüten sind ja erstmal noch feuchte. Jetzt weiß ich nicht, wie leicht die dann sind im Gesamten, wenn du eine gesamte Ernte hast. Das weiß ich nicht, leider. Aber so oder so... 50 Gramm sind schon ein bisschen viel. Ja. Aber so oder so wäre das, glaube ich, möglich von der Menge her, oder? Also ich versuche gerade mir vorzustellen, wie man das dann in Wirklichkeit messen bzw. kontrollieren würde. Aber okay, wir halten jetzt erstmal fest, ne? Ja, warte mal, da musst du aber auch bedenken, da wird aber auch geraten, dass man seine Pflanzen gerade deswegen zeitversetzt anpflanzen soll. Dass man quasi nie irgendwie die Gefahr geht, dass man diesen 50 Gramm, diese Richtlinie vollkommen überschreitet. Ah, okay, verstehe. Welche zeitliche Versetzung wäre da angemessen? Also wahrscheinlich mehrere Wochen. Ja, Wochen oder ich weiß gar nicht, ob ein Monat, bin ich mir nicht sicher. Ich muss das selber noch ein bisschen rumexperimentieren und ausprobieren. Ja, also ich hab bereits an mehreren anderen Quellen gelesen, wie lange das dauert, bis die erblüht sind. Das hängt von der einzelnen Sorte ab. Das kann man auch pauschal nicht sagen. Ja. Und ob man einigermaßen einen grünen Daumen hat.
Dann gibt es ja noch die Automatikersorten, die ein bisschen schneller und unabhängig vom Lichtzyklus wachsen. Mhm, mhm. Ich glaube, zu den Sorten kommen wir, glaube ich, auch noch, ne? Was es da für Unterschiede gibt. Ach nee, da habe ich dir zum Beispiel auch einen Link hier verpackt, wo man auf eine Seite kommt, wo alles so aufgelistet ist. Ah, okay. Also wir halten fest, je nachdem, welche Sorte das ist, kann es teilweise relativ stark variieren, weil man da eine Ernte hat. Und darauf sollte man eben achten, wenn man bestimmte Richtlinien einhalten will. So wie hier 50 Gramm für zu Hause. Na, das halten wir erstmal fest. Also diese magische Zahl, 50 Gramm. Dann liest du doch mal den zweiten, bitte. Bei privat dürfen. Gut. Wir haben das doch gerade durchgenommen, eigentlich. Ja, aber hier steht noch privat was. Privat dürfen maximal 2 weibliche Pflanzen angebaut werden. Da wird es ab circa 60 Gramm Trockenblüten strafbar. Das ist mir auch neu. Das habe ich nicht gewusst. Ja, okay, also was. Das ist ja. Also was hier neu ist, wären ja 3 weibliche Pflanzen. Da wäre meine Frage, warum eigentlich keine männlichen? Das war aber diskriminierend. Ja, das ist wirklich sehr diskriminierend, weil es ist so, die. Scheiße, wie erkläre ich denn das jetzt? Die weiblichen Pflanzen sind die. Warte, ich glaube, die können kein. Irgendwas können die nicht produzieren. Oder können die als einzige THC produzieren? Ja. Warte mal. Also ich denke, das hat man so festgelegt, weil nur die weiblichen produzieren können. Ach so, naja, jetzt habe ich hier stehen, weibliche Pflanzen haben die Besonderheit, dass sie buschiger und gesünder sind als männliche Pflanzen. Außerdem haben sie viel mehr Äste. Heißt quasi, die Ernte wäre viel höher. Ja, ich schätze mal, daran hat man das festgelegt, ne? Und nicht nur das, denn okay, wenn ich mir jetzt Männchen und Weibchen halte, würde das ja bedeuten, dass ich die mit einem gewissen zeitlichen Aufwand indefinit nachzüchten kann, oder? Und das möchte man verhindern. Das kannst du machen. Und zwar, wenn die bestäubt wird von der männlichen Pflanze. Ja, das geht zwischen Mann und Frau, die einzigen beiden Geschlechter, die es gibt. Ja, wollte gerade sagen, auch Pflanzen haben ja Männchen und Weibchen. Aber dann hast du in der Sorte sehr viele Samen drin. Dann hast du aber halt in der Sorte sehr viele Samen drin. Und ich weiß nie, ob man das wieder rauszüchten kann. Also ich bin mir wirklich nicht sicher dabei. Dass sie quasi dann weiter und weiter und weiter Samen trägt. Speziell... Ich bin der Gärtner, ich leider nicht bewandert. Ich hab jetzt mal nachgeschaut in diversen Shops. Ich will jetzt keine Werbung machen, ich möchte nur aufklären. Jedenfalls kann man da speziell die feminisierten Samen kaufen, woraus dann entsprechenderweise auch eine feminisierte Pflanze erblüht. Und ja, man wird das wohl so gemacht haben, weil die einen höheren THC-Gehalt haben und Äste und so weiter. Und die männliche Pflanze dann halt weniger interessant ist für die Züchter. Das machen dann, wenn nur die Vereine, die das zum Weiterzüchten und Verkaufen brauchen. Also ich nehme mal an, damit hängt das zusammen. Genau, mit dem THC hast du gerade recht. Damit hast du recht. Genau. Die wird angebaut, damit es potenter ist. Genau, weil es halt mehr THC hat, um ein besseres High hervorzurufen. Ja, halten wir das mal fest. 3 weibliche Pflanzen und 60, ab 60 wird es dann gefährlich, bis 50 ist auf jeden Fall legal. Aber 50 Gramm trockene Blüten. Was ist denn ein Unterschied, ob ich jetzt sage 50 Gramm trockene Blüten oder 50 Gramm reines THC? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne? Es kommt ja auf die Konzentration, auf den Wirkstoff innerhalb dieser Blüten an. Ja, definitiv. Oh Gott, ich würde mal fast sagen, du findest keine Pflanze, wo du auch 50 Gramm reines THC hättest oder 60 Gramm. Nee. Das ist immer unten drunter. Ja, das wird deutlich darunter liegen. Aber um die erwünschte Wirkung zu erzielen, sind halt geringere Prozentsätze schon ausreichend. Insofern ist das kein Problem. Genau. Dann übernehme ich mal den nächsten. Ach ja, hier steht's ja, Juli, ja, genau. Sogenannte Cannabis Social Clubs, also CSCs. Bitte nicht verwechseln mit CSD.
Das ist nochmal was ganz anderes. Dürfen THC-haltige Hanfpflanzen anbauen und an Vereinsmitglieder begrenzte Mengen, 25 Gramm pro Tag und insgesamt 50 im Monat, abgeben. Mit maximal 10% THC-Gehalt. An junge Erwachsene bis 21 Jahren jedoch nur 30 Gramm im Monat. Die kontrollierte Abgabe startet voraussichtlich im Juli. Da haben wir es ja. Ja. Also diese Social Clubs, wo man das direkt dann beziehen kann, ja, die haben wir ab Juli. 25 Gramm am Tag, die ich dann wiederum auch in der Öffentlichkeit mit mir führen darf. Maximal 50 im Monat. Ja, dann gibt es nochmal eine Einschränkung für junge Erwachsene bis 21, nur 30 Gramm im Monat. Und woran das liegt, dass man das bei jungen Erwachsenen nochmal so differenziert hat, das hatten wir ja in unserem ersten Teil dazu mal genannt. Das hängt damit zusammen, dass das menschliche Gehirn relativ lang braucht, um wirklich auszureifen. Also eigentlich sogar noch länger als bis 21. So bis 25 bis Ende 20, nicht wahr? Ja, 25 hat man damals gesagt gehabt, ungefähr 25, 26 genau. Mhm. Ja, also das wird der Grund dafür sein, dass man das hier nochmal differenziert hat und dass man da auf 30 Gramm im Monat gegangen ist. Ja, also für diejenigen, die es direkt beziehen wollen, müssen bis Juli warten. Genau, ja, ich musste gerade nochmal drüber lesen über das Ding hier. Alles gut, Entschuldigung. Dann liest du doch bitte mal den nächsten. Jawohl, diese Clubs sind rechtlich eingetragene Vereine, in Klammern e.V., arbeiten also nicht gewinnorientiert und dürfen maximal 500 Mitglieder haben. In Clubs darf nicht konsumiert werden, sie müssen einen Präventionsbeauftragten benennen und ein Jugendschutzkonzept vorlegen. Sie dürfen nicht für sich werben. Oh, da haben ein paar schon dagegen verstoßen, sehe ich ja gerade, hoppala. Da hätte ich gleich mehrere Fragen zu. Also rechtlich eingetragene Vereine, ja, ist klar, sind nicht gewinnorientiert. Das heißt, die Einnahmen, die sie dort erzielen, über die Club-Einnahmen und so, die werden dann nur dazu benutzt, um Material- und Verwaltungsaufwand zu decken. Ne? Nicht gewinnorientiert bedeutet ja, es müssen nur laufende Kosten gedeckt werden. Und meine nächste Frage wäre dann, hier steht, es dürfen maximal 500 Mitglieder sein in einem Club. Also wenn ich jetzt an eine große Stadt wie Berlin zum Beispiel denke, sind aber eine ganze Menge Clubs, oder? Die dann entstehen. Naja gut, jetzt musst du überlegen, in Berlin, na gut, das ist eine Möglichkeit ja sowieso mehr für die kontrollierte Abgabe und für den Anbau für diejenigen, die jetzt wirklich halt entweder keinen richtig grünen Daumen haben oder halt keinen Ort haben, wo sie die Pflanze hinstellen können. So sehe ich das mehr, weil... Na gut, dann muss man halt gucken, dass ja auch nur die 500 reinkommen und in Berlin muss man dann auch noch aufpassen, nicht nur in Berlin, überall. Es gibt harte Vorschriften für diese Social Clubs. Zum Beispiel, wo die stehen dürfen und alles drum und dran und du darfst vor Ort nicht kiffen. Du darfst auch im Umkreis von 200 Meter von da nicht kiffen. Also gegebenenfalls mit nach Hause nehmen und darauf achten, dass du dich nicht in der Gegenwart von Kindern befindest. Zum Beispiel bei Kindergärten, Grundschulen, etc. Sowieso gilt die Regelung bei Kindern überhaupt nicht. Überhaupt nicht kiffen, das ist eine, ich glaube, Ordnungswidrigkeit oder sogar schon Gefährdung oder irgend sowas. Da kann es auch richtig saftige Strafen geben. Ja, ich habe gehört, in Bayern sind sie da noch viel strenger und wollen also an der Anti-Cannabis-Regelung festhalten. Ja, in Bayern wollen sie immer strenger. Genau, in Clubs. Das ist Bayern. In Clubs darf nicht konsumiert werden. Was ich ja ein bisschen komisch finde, weil ich vergleiche ja manchmal noch Cannabis mit Alkohol. Ja, Alkohol, okay, würde man ja auch sagen, okay, da soll man Kinder und Jugendliche raushalten. Aber gleichzeitig würde man auch nicht sagen, dass in Kneipen, also in Orten, wo Alkohol ausgeschenkt wird, dass man dort nicht saufen darf. Ja, das wäre ein bisschen merkwürdig. Ja, das find, aber das ich sag mal so, das komisch. Wäre vor allem auch gut für die Jugend eventuell, dass dann quasi den Jugendlichen mal gezeigt wird, hier, das klingt jetzt richtig blöd, aber so kifft ihr richtig. Sage ich jetzt mal so, sicheres Kiffen, betreutes Kiffen. Dann lesen wir hier, Sie müssen einen Präventionsbeauftragten benennen und ein Jugendschutzkonzept vorlegen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also soll dann jemand, der so ein Club
so einen Club leitet, soll der sagen, ja, dies und das machen wir, um die Kids zu schützen? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich mein, das ist dann, glaube ich, der für die Aufklärungen zustande ist. Ja, Kinder, Drogen sind schlecht, okay, so eine Art. Mr. Mackey von South Park, den stellen sie da hin. Drogen sind schlimm, okay. Und wenn ihr Drogen nehmt, dann seid auch ihr schlimm, okay. Okay. Ja, okay, also, dass man auf die Kiddies rückzieht. Ja, das wird nehmen. So einer sein, der dann so ist wie ja okay. Ein betreutes Kiffen. Dann steht hier, sie dürfen nicht für sich werben, aber im Internet dürfen sie schon ihre eigene Seite haben, nicht wahr? Ja, auf Instagram folge ich auch einigen oder andersrum und ich will jetzt nicht sagen, die haben nicht für sich geworben. Wo genau ist eigentlich die Grenze zwischen werben und nicht werben? Ich meine, eine eigene Website haben, zählt das nicht auch schon als Werbung? Aber irgendwie erreichbar und adressierbar sein müssen sie ja auch, ne? Ja, ich denke mal, das wird jetzt mehr so Werbung sein, Werbungsverbot sein im Sinne von, komm hier in die coolste Community der Welt und kiff dir einen ab. Naja, ich schätze mal, die Mitglieder, die werden dann auch unter sich Werbung machen. Also die Werbung, die wird dann auch von alleine kommen. Insofern wird das ja, vielleicht gut, 500 Leute. Sein. Dann, warte, ich nehme noch mal den nächsten Teil mit, der ist jetzt nur kurz. Sogenannte Edibles bleiben verboten, also etwa Kekse und Süßigkeiten mit Cannabis-Extrakten. Warum hat man das unterschieden? Das habe ich nicht gewusst, wie unfair. Warum hat man da einen Unterschied gemacht? Na gut, du musst bedenken, es kann sein, dass da die Konzentration ist ein bisschen höher, könnte ich mir vorstellen, als im normalen, beim normalen Rauchenkonsum, sage ich jetzt mal. Das ist scheiße, ich wollte Kekse backen. Das bleiben wir mit Cannabis-Extrakten, ja. Okay, aber könnte es nicht letzten Endes egal sein, ob ich das jetzt normal rauche oder ob ich mir da einen Keks draus backe? Ich meine, das, was ich verzehre bzw. konsumiere, ist dann dasselbe, oder? Eigentlich schon, auch wenn es höher konzentriert sein könnte. Im Endeffekt ist es ein und dasselbe. Es ist eine schwammige Regelung. Ja, ein schwammiges komisch. Gesetz. Ja, find ich komisch, dass sie das gemacht haben. Aber na gut, gut zu wissen. Also, wie gesagt, für diejenigen von euch, die es probieren wollen, wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ihr vorher über diese genauen gesetzlichen Rahmenbedingungen informiert seid. Dann liest du doch mal der ursprüngliche Ampelplan. Der ursprüngliche Ampelplan zum staatlich kontrollierten Verkauf in lizenzierten Geschäften wurde aus EU-rechtlichen Gründen aufgeschoben. Das soll zunächst in regionalen Modellversuchen getestet werden. Davon habe ich wiederum was gehört. Ja, erzähl mal. Und zwar sollen dann vereinzelt Städte quasi Coffeeshops, sag mal jetzt mal auf Blöde, einrichten, die dann aber auch wiederum übelst harte Bestimmungen und Regelungen zu befolgen haben. Zum Beispiel Jani in der Nähe von Schulen. Ich glaube, da war auch auf 200 Meter die Regelung oder 200 Meter die Marke. Was in großen Städten unmöglich wäre quasi. Also dann, und da haben natürlich schon einige Städte in Bayern vor allem und glaube auch in Sachsen hier gesagt, nein, das wollen wir unter keinen Umständen machen. Ich glaube, in Berlin soll es getestet werden. In Berlin brauchst du es nicht testen, da sind eh alle high oder irgend sowas. Ah, okay, also das kommt dann noch später mit hinzu. Vielleicht können wir dann ja nochmal ein Update machen, wenn es soweit ist. Dann lese ich hier. Oh ja. Kiffen am Arbeitsplatz bleibt verboten, welche Auswirkungen Verstöße haben können. Erwachsene dürfen in bestimmten Mengen Cannabis besitzen. Das Kiffen am Arbeitsplatz bleibt dennoch verboten, sollten Arbeitgeber den Cannabis den Genuss ihrer Angestellten dulden. Machen sie sich unter Umständen strafbar. Also am Arbeitsplatz nicht. Und auch Chefs, die das dulden, ne, können eventuell Ärger kriegen. Ja, sollte man wissen. Ja, für diejenigen von euch, die... Ja, ich meine, besäufst du dich auf Arbeit? würde ich genauso wenig. Also, ne, Leute, wenn ihr das machen wollt, okay, hebt es euch eben dann auf, wenn der Konsum sicher ist. Aber das kann man an der Stelle festhalten.
Und hier haben wir ja, ein paar Zahlen, die sagen, wie viel ist eigentlich drin. Liest du doch mal ab, die Experten rechnen. Achso, ich soll lesen, ja, okay. Ja, aber ich schneide hinterher einfach raus. Okay, alles klar, okay. Bitte nochmal an der Stelle. Wie viel Cannabis ist in einem Joint? Experten rechnen je nach Dosierung und Hanfsorte mit etwa 0,2 bis 0,4 Gramm Cannabis pro Joint. Bei durchschnittlich 0,3 Gramm entspricht das für die öffentlich erlaubten 25 Gramm etwa 80 Joints. Die von Cannabis-Clubs maximal freigegebene Menge von 50 Gramm pro Mitglied monatlich wären demnach etwa 160 Joints, also etwa 5 pro Tag. Ja, also nur, dass man mal die Zahlenverhältnisse überhaupt kennt. Und ich schätze mal, als Anfänger wird man ja gegebenenfalls auch nicht so viel konsumieren, wie jemand, der schon länger dabei ist, wie ein, wie sagt man eigentlich, Hanf-Enthusiast? Wie jemand, der Snoop Dogg heißt und 151 am Tag ballert? Oder so. Oder so zum Beispiel. Ja, finde ich auch interessant. Ja, dass man mal sieht, was, welche Zahlenverhältnisse dahinter stecken. Dann lesen wir hier in dem nächsten... Das ist auch ausklappbar, ne? Ja. Was kostet Cannabis im Verein? Ab dem 1. Juli soll die Abgabe von Cannabisprodukten in Cannabis Social Clubs beginnen. Der monatliche Mitgliedsbeitrag wird je nach Standort wahrscheinlich im zweistelligen Bereich variieren. Kostenfaktor neben dem Anbau sind die Abgabestellen, Ballungsräumen und bei aufwendigen Sicherheitsmaßnahmen dürften die Beiträge entsprechend höher sein. Deutschlandweit haben sich bislang mehr als 400 Anbauvereinigungen gegründet. Die Bundesregierung rechnet mittelfristig mit etwa 3000 Clubs. Ob sich das CSC-Modell ökonomisch trägt, bleibt abzuwarten. Bis Anbau und Abgabe etabliert sind, dürfte es noch Monate dauern. Also, wir befinden uns im Moment so in der Anfangsphase. Und wie gesagt, es sollen halt keine gewinnorientierten Unternehmen sein. Ja, das heißt, die Kosten, die werden jetzt nicht so groß sein, sondern die werden eher dazu benutzt, die laufenden Kosten zu decken, kann man sagen. Ja, ich hätte an der Stelle, glaube ich, keine Fragen mehr. Hast du noch was? Na, ich habe mal nachgeschaut. So 10 Euro wird irgendwie geraten pro Mitglied ab bei diesen Cannabis-Vereinen. Aber ich denke mal schon, dass hier gerade in großen Städten das hier ein bisschen mehr, dass sie ein bisschen teurer sind. Ja, je nachdem, wenn man da noch, wie gesagt, Sicherheitspersonal braucht und so weiter und so fort. Also das dürfte dann regional unterschiedlich sein. Okay, ja, ist schon mal interessant zu wissen. Achso, soll ich? Ja, liest du bitte mal. Okay, alles klar. Kinder- und Jugendschutz. Für Minderjährige bleibt der Besitz und Konsum von Cannabis verboten. Natürlich. Ja, also, wie wir neulich... Oh, soll ich weitermachen? Ja, lies bitte mal den kompletten Abschnitt hier. Ja, genau, ja, ich lese alles vor. Ja, öffentlich bleibt Kiffen im Umkreis von etwa 100 Metern beziehungsweise in Sichtweite von Schulen, Kitas, Spielplätzen, Jugendeinrichtungen und Sportstätten verboten. In Fußgängerzonen darf bis 20 Uhr nicht gekifft werden. Von 7 Uhr morgens an. Aufklärung, Prävention sowie Behandlungsangebote für Cannabiskonsumenten sollen ausgebaut werden. Spätestens nach anderthalb Jahren sollen die Auswirkungen auf den Kinder- und Jugendschutz geprüft und bewertet werden. Ja, also auch hier sehen wir, das ist erstmal die Anfangsphase und man möchte jetzt erstmal Erfahrungen und Ergebnisse einholen, wie das hier funktioniert oder funktionieren soll. Also wir können zusammenfassen, ja, nicht in der Nähe von Kindern, weil Aufklärung, Prävention, Jugendschutz. Ja, man sollte in der Nähe von Kindern überhaupt keine Drogen eigentlich nehmen. Ja. Also grundsätzlich. Das ist eigentlich schon scheiße, dass man das anbringen muss. Ja, ich würde sagen, der Punkt ist eigentlich auch selbstverständlich. Ich schätze mal, da es für viele schlicht und ergreifend neu ist, kann es sich trotzdem lohnen, das mal zu erwähnen. Also einfach merken, in Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen gar nicht. Und liebe Kinder und Jugendliche, falls ihr das hier hört, sorry, aber ihr müsstet euch dann gegebenenfalls noch ein bisschen gedulden. Wobei ich ja vermute, okay, viele werden da Wege finden, dieses Gesetz zu umgehen, um es mal so zu beschreiben.
Dann geht es weiter bei Strafrecht. Das fanden sie auch beim Alkohol schon. Ja, es ist. Das gibt's beim Alkohol auch schon. Wir haben auch mit 13 unser erstes Bier uns geholt. Am Kiosk. Ja, ist schon klar, ist schon klar. ich bin gespannt, wie werden sich die Zahlen entwickeln? Also wird es jetzt besser oder ist es insgesamt doch schlechter? Ich bin gespannt. Bis es soweit ist, kann es ja nicht schaden, dass wir unsere Aufklärungsarbeit dazu leisten. Und da geht es weiter mit Strafrecht bzw. Straßenverkehr. Jo. Alle Verurteilungen wegen Besitz oder Eigenanbaus bis 25 Gramm können auf Antrag aus dem Zentralregister gelöscht werden. Also jemand, der vorher schon mal erwischt wurde mit einer relativ kleinen Menge, der hat in dem Sinne ja jetzt Glück gehabt, weil er sagen kann, okay, ich möchte den Eintrag löschen. Und somit hat er quasi wieder eine reine Weste. Ja, für diejenigen, die es betrifft, kann das ja von Bedeutung sein. Erwachsene und Minderjährige machen sich weiterhin strafbar, unter anderem beim Handel und in Verkehr bringen, ohne Lizenz, unabhängig von der Menge, sowie bei Erwerb, Besitz, Anbau oberhalb der jeweiligen erlaubten Mengen, wie wir vorhin festgestellt haben, 50 Gramm. Ne? Hohen Geldstrafen oder Freiheitsentzug bis zu 3 Jahre, für den Verkauf an Minderjährige sind bis zu 5 Jahre Haft möglich. Ja, also für diejenigen von euch, die jetzt Homegrower werden wollen, ihr zu Hause anbauen wollen, ne, also bis zu einer gewissen Grenze ist es erlaubt, ne, aber ansonsten gilt nach wie vor, damit handeln nicht. Dann lesen wir hier, für den Straßenverkehr hat eine Expertenkommission Ende März Vorschläge gemacht. Demnach soll der THC-Grenzwert bei 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum liegen. Das sei mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,2 Promille vergleichbar. Für das Festschreiben des THC-Grenzwerts ist noch eine Gesetzesänderung nötig. Also inwieweit, frage ich mich, ist THC mit Alkohol eigentlich vergleichbar? Also bekifft Autofahren ist sicherlich keine gute Idee. Aber es ist keine gute Idee, aber jetzt mal unter uns, es macht einen Heidenspaß. Okay, aber eine gewisse Grenze gibt es da ähnlich wie bei Alkohol schon, oder? Natürlich, man sollte auch 100% nicht unter der Ding fahren. Unter Einfluss fahren, 100% nicht. Aber es gibt eine Grenze, das ist ja die Nanogramm im Blut. Warte mal, wo habe ich es denn hingeschrieben? Da. Ich habe das wach aufgeschrieben. Ja, Führerschein, genau. So, genau, 1,0 Nanogramm THC pro Milliliter Blut ist das, was jetzt gilt und soll auf 3,5 Nanogramm erhöht werden. Mhm. Das Problem ist, bei Cannabis, das THC ist länger im Blut nachweisbar. Mhm. Also du kannst natürlich unter Restalkohol fahren, was man nicht machen sollte, aber Cannabis kann auch noch nach Wochen nachgewiesen werden. Natürlich wird man bei der Kontrolle wissen, ob du vor 2 Stunden gekifft hast, aber wenn du, sagen wir mal, nach ein paar Tagen angehalten wirst, wo du gar nichts gekifft hast und du hast trotzdem noch so eine hohe Konzentration im Blut. Naja. Ich habe es vorhin bei meiner Recherche extra nochmal nachgeschlagen. Es heißt, mindestens 24 Stunden warten nach dem Konsum, aber im Blut ist es halt noch länger. Genau, das kann, glaube ich, bis zu 4-5 Wochen dauern. 4 Wochen war ungefähr der Richtwert. Kann man das auch in den Haaren nachweisen oder im Urin? Ich glaube, mehr im Blut. Ich glaube, über die Haare ist das ab dem Punkt dann schon gar nicht mehr nachweisbar. Aber da kann das jemand gerne fact-checken. Okay, also, liebe Zuschauer, falls ihr mehr wisst oder falls ihr aus eigener Erfahrung was sagen könnt, haut es gerne in die Kommentare. Also, ich würde jetzt auch nur, wenn von einer Blutuntersuchung ausgehen, es halt da sich relativ lange drin halten kann. Kennst du schon den? Was ist der Unterschied zwischen einem besoffenen Autofahrer und einem, der gekifft hat? Oh Gott, was ist der Unterschied? Der besoffene Autofahrer überfährt das Stoppschild und der Bekiffte stellt sich davor, wartet, bis es grün wird. Ja, so die eine oder andere Gemeinsamkeit gibt es dann doch, aber Unterschiede gibt es halt auch. THC und Alkohol. Oh ja. So, also das ist jetzt das aus der jüngsten Vergangenheit. Also diese Chronik hier, die geht noch viel, 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 viel weiter. Wir wollten uns ja auf das Wichtigste konzentrieren, was jetzt diese Gesetzesneuerung betrifft. Und dazu habe ich auch noch hier diesen anderen Artikel von ZDF heute.
Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, na, ZDF und MDR, sind wir jetzt zu den Normies übergegangen? Nein, Leute, keine Sorge. Also es geht hier wirklich nur darum, die neuesten gesetzlichen Regelungen zu erkunden. Ja, ich bin grandiose jetzt nicht Quellen an dieser Stelle. Ja, ich bin jetzt nicht übergelaufen, keine Sorge. Und was lesen wir hier bei ZDF heute? Teilweise wiederholt es sich jetzt, deshalb springe ich immer mal ein bisschen weiter. Also Cannabis zu besitzen, anzubauen, ist klar. Neue Regeln geben jedoch gewisse Einschränkungen und das lesen wir hier. Genau. Also 50 Gramm Begrenzung hatten wir ja. Und welche Vorgaben gibt es jetzt noch? Drei Pflanzen dürfen privat angebaut werden. Möglichst der Anbau damit in der Wohnung, auf dem Balkon oder im heimischen Garten. Genau, und das hier ist auch noch ein Punkt, den ich auch noch nicht wusste am Anfang. Hier lesen wir, in der Gesetzesbegründung wird auch der Kleingarten als möglicher Ort für den Cannabisanbau angeführt. Die für den Anbau notwendigen Samen darf man sich auch in anderen EU-Ländern bestellen. Das ist jetzt auch neu, ja? Denn das, was ich als Saatgut dafür brauche, klar, irgendwo muss das ja herkommen. Und ja, ich schätze mal, die meisten werden es schon ahnen. Da gibt es halt Adressen in Holland oder in Spanien, wo man das bestellen kann. Und da wird auch erklärt, welche Form, welche Sorte von Cannabis das ist, welche Züchtung und welche Besonderheiten es da gibt. Ja, das wird der ein oder andere an der Stelle wahrscheinlich schon so ahnen. Dann lesen wir hier, Hanfpflanzen durch Zugriff durch Dritte schützen. Magst du übernehmen? Oh Gott, hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Was ist denn jetzt gerade passiert? Okay, alles klar. Warte, ich notiere mir das für einen Schnitt hinterher. Ja, magst du übernehmen bei Hanfpflanzen vor Zugriff durch Dritte? Jawohl. Hanfpflanzen vor Zugriff durch Dritte schützen. Wie viel Blütenmaterial die Pflanzen dabei tragen, ist egal. Übersteigt die Ernte allerdings die maximal erlaubte Besitzmenge, muss der Überschuss vernichtet werden. Wichtig ist zudem, dass die Pflanzen vor dem Zugriff durch Dritte, insbesondere Kinder und Jugendliche, gesichert werden. Beispielsweise mit einem Zaun oder einer abschließbaren Growbox. Ein Sichtschutz ist allerdings nicht erforderlich. Denn dein dreijähriges Kind weiß 100 pro, wie man sich ein Joint rollt. Oder eine Bonk stopft. Na, ich meine, ist schon wichtig. Ja, also ich schätze mal, vielleicht ist das auch dafür gedacht für Jugendliche, die, weiß nicht, vielleicht mal die Nachbarn ausspähen und dann schauen, baut sich da einer was? Und dann in so einer Nacht- und Nebelaktion dahin gehen? Meinst du, das ist damit gemeint? Dass man das verhindern will? Na, ich denke mal eher ja. Es wird wohl auch dem Schutz dienen, dass da die Kinder nie rankommen. Und es kann eigentlich nichts passieren, wenn die da irgendwas von der Pflanze essen, weil da sind keine, die Wirkstoffe treten nur auf, wenn die halt eine gewisse Temperatur erreicht haben. Mhm. Es könnte schon sein, dass das vor Jugendlichen aus dem Sinne geschützt wird, nach dem Motto, die gehen irgendwo rumschnuppern und wollen dann was dort mopsen, weil sie sich denken, wir kommen anders nie ran, aber das denke ich mal eher, nee. Ich denke, solche Fälle wird es aber auch geben. Ja, definitiv. Es ist wie mit dem Alkohol, die Fälle gibt's. Es gibt diese Fälle hundertprozentig. Ja, also Leute, wenn ihr vorhabt, es anzubauen, passt darauf, wo ihr das anbaut. Ja, dass das möglich ist. Also hier steht, Sichtschutz ist eigentlich nicht erforderlich, aber ja, wenn man es jetzt bei sich zu Hause anbaut, muss man auch nicht Wichtiges. Werbung für machen. Es gibt aber was ganz Wichtiges und das kann dich und deine Nachbarn betreffen, vor allem die Nachbarn. Wenn du was zu Hause anbaust, soll es so sein, dass die Nachbarn sich darüber beschweren können, während die Pflanze in der Blüte ist, da hat die ja einen sehr starken Geruch, dass die Nachbarn sich beschweren können und dich zur Not auch sogar anzeigen können wegen Geruchsbelästigung. Ah, okay. So soll es wohl sein. Also ich denke mal, dass die Quelle da mich nicht verarscht hat. Die habe ich, glaube ich, sogar auch hier drin, ne? Ich habe mal in einer anderen Quelle gelesen, manche stinken nach Käse, manche Blüten. Ja, manche stinken übelst nach Käse, das stimmt. Da habe ich auch schon mal einen Kumpel gehabt mit so einer Sorte.
So habe ich gehört. Ah ja. Okay. Die stinken übertrieben. Das war genau die Sorte. Ja, okay. Gut zu wissen. Dann lesen wir hier, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, Cannabis-Geschenke an Freunde verboten. Streng ist das Gesetz, was die Weitergabe von Cannabis angeht. Auch Cannabis an Freunde oder Mitbewohner zu verschenken ist verboten. Das selbst angebaute Gras ist ausschließlich zum eigenen Konsum gedacht. Bei Verstößen sieht das Gesetz bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe vor. Ja, also ich schätze mal, wenn man jetzt Freunden eine Freude machen will, dann würde ich empfehlen, okay, dann schenkt man ihm halt irgendwie Zubehör, was damit zusammenhängt. Ich meine, wenn ich jetzt einem Blumenkübel schenke, eine passende Erde, dagegen kann keiner was sagen, oder? Ja, das Witzige ist, dass man wieder typisch deutsche Bürokratie, das ist ja eine Weitergabe von dem Cannabis. Ist ja verboten, ist ja alles richtig. Das Witzige ist, sagt man jetzt mal so, ich sitze mit meinem Kumpel draußen irgendwo auf der Bank, natürlich weit weg von allen Menschen, und mein Joint lege ich neben mir auf die Bank und mein Kumpel greift sich den dann mal ganz kurz und zieht dran. Ja. Das ist nämlich, soweit wie ich weiß, nicht verboten. Und das war ja auch vorher schon so bekloppt. Also nach der alten Regelung und jetzt teilweise auch, ist klar, war es ja so, dass Besitz, Erwerb, Verkauf, Kaufen, Verkaufen und so weiter verboten war. Aber wenn du jetzt in den Park gehst und dort hält jemand einen angezündeten Joint und du ziehst da dran, dann machst du dich ja theoretisch gar nicht strafbar. Weil es ist ja nichts davon. Doch, er hält den Joint ja noch. Ja, aber was hätte ich dann gemacht? Ich hätte ihn ja nicht gekauft. Und auch nicht eingeführt oder selber gebaut oder was auch immer. Ja, weißt, was, hätte weißt, du mir den fallen lassen können und hättest ihn aufheben können und hättest gesagt, oh sorry, ich habe da gerade aus Versehen dran gezogen. Oder so. Das war, glaube ich, auch nach der alten Regelung so. Ja, das, ich glaube schon, ja. Und das ist ja witzig mit dem Thema hier vernichten, wo wir bei dem Thema oben drüber waren, Handpflanzen und Schützen. Was über der Menge ist, muss vernichtet werden. Stell dir vor, du hast gerade hier getrocknet und stellst beim Trocknen fest, verdammt, ich bin weitaus drüber. Wie vernichtest du das dann? Du sollst ja eigentlich wirklich ins Klo schütten. Man könnte es natürlich allerdings auch verbrennen. Mhm. Ich meine, es wird ja nicht vorgeschrieben, wie du es vernichten sollst. Etwas zu verbrennen ist auch vernichten. Oh wei, das stinkt dann ja ganz besonders, vor allem wenn man so eine Käsesorte hat, oder? Ja, ich sag mal so, du machst das Glas auf so eine Art Harzer Roller, nur ein bisschen mit mehr Kräutergeruch. Ah, okay. Dann liest doch mal bitte weiter bei Marihuana-Konsumverbote, maßgeblich ist die Sichtweite. Das Thema hatten wir gerade schon. Ah ja, hatten wir sich gerade. Ja, das Thema hatten wir gerade schon mal angekratzt mit den Jugendlichen und mit den Kindern. Um die mit den legalen Cannabis verbundenen Möglichkeiten einzuschränken, hat der Gesetzgeber zu dem Konsumverbote aufgestellt. In Gegenwart von Kindern und Jugendlichen tagsüber in Fußgängerzonen oder in der Nähe von Kindergärten, Spielplätzen und Schulen darf kein Cannabis geraucht werden. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Jetzt bin ich verwirrt, weil es hieß auch in der Nähe von Sportstätten, also hier Fitness... Ich denke, na gut, Fitness-Clubs werden die gemeint sein. Ich denke mal mehr so Fußballfelder oder Basketballfelder. Ja, okay. Okay, größtenteils wiederholt es sich. Gehen wir erstmal weiter. Konsumverbot, Schulspielplätze hatten wir auch. Neue Grenzwerte im Straßenverkehr. Auch. Ach, guck mal, was als nächstes mir hier vorgeschlagen wird. Ein Spielplatz gegen den Cannabis-Anbau. In bayerischen Aschenheim soll einer der ersten Cannabis-Clubs Deutschlands entstehen. Geil, die Gemeinde wehrt sich mit einem Kinderspielplatz. Ach so, die haben... Ah, verstehe. Also Bayern ist da echt... Die haben da jetzt extra einen hingebaut, damit man Bayern dann sagen da kann... ist da echt wow. Damit man sagen kann, ach so, ja, hier, wir haben ja einen Kinderspielplatz und da in der Gegend dürfte... Wenn mir gerade das Ding vorgeschlagen wird, Spielplatz gegen Cannabis-Anbau. Ja, bei mir auch, ja. Ja. Ah, okay, ist natürlich Trick 17. Genau, Grenzwerte, Straßenverkehr hatten wir auch. Ja, wegen dem Cannabis-Club. Das ist so deppert, ey. Bayern, hört auf zu saufen, das ist nicht gut für euch. Dann lieber weiterhin saufen. Und das obwohl Alkohol ja, also wenn ich jetzt die nackten Zahlen betrachte, was das für Schäden hervorruft, schädlicher ist als Cannabis.
Cannabis im Körper, Cannabis-Grenzwert. Ah, ein wichtiger Punkt noch. Kein Führerscheinentzug mehr bei regelmäßigem Konsum. Da lesen wir, das Gesetz sieht noch eine weitere Änderung für Autofahrer vor. Bislang konnte regelmäßigen Konsumenten die Fahrerlaubnis entzogen werden, auch wenn die betreffende Person nie unter Cannabis-Einfluss im Straßenverkehr gefahren ist. Das war ja das, was du vorhin meintest, ne? Wenn es noch Tage danach nachgewiesen werden konnte. Das hat der Gesetzgeber nun angepasst. Wer regelmäßig Cannabis konsumiert, läuft nicht mehr Gefahr, automatisch seinen Führerschein abgeben zu müssen. Ja, okay. Sag mal, was leckt? Kann das sein, dass ich dich übelst verzögert höre? Ich kann es von hier aus nicht sagen. Egal, gut. Gut, da habe ich mir das eventuell gerade eingebildet, gut. Ne, ich höre dich sonst normal. Okay. Wow, okay, merkwürdig. Ja, also, ich denke, das Wichtigste hätten wir damit schon geklärt, ne, welche Neuerungen es jetzt gibt und worauf man, besonders wenn man jetzt neu einsteigen will, worauf man achten sollte. Oh, und noch, bevor ich es vergesse, noch eine Frage in die Runde. Wie gefallen euch eigentlich unsere animierten Avatare? Ist so ein kleiner Visual-Effekt, den ich jetzt mal eingebaut habe. Den finde ich eigentlich ganz lustig. Ja, schreibt also einfach mal Yay oder Nay in die Kommentare. Ich höre mit meinen Fragen im Moment erstmal durch. Hättest du noch was? Warte mal kurz, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Das leckt gerade sehr. Warte mal. Soweit an Fragen. Erst einmal keine. Ich guck mal ganz kurz, was wir noch anbringen könnten vielleicht. Wir könnten ja vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Samenbestellung gehen. Dass man da vor allem auf Richtlinien achten muss, dass man die nur im EU-Ausland, also sprich nur in EU-Ländern, bestellen und kaufen darf. Ja, hast du da was? Eine Quelle, die ich einblenden kann? Genau, also ist halt wichtig, dass man sich nicht sowas wie an Sorten kauft, die in Indien oder in anderen Gefilden wachsen oder von dort kommen. Ah, okay. Also es betrifft das EU-Ausland. Und das lesen wir hier. Okay. Cannabis-Samen legal in Deutschland kaufen. Wie und wo ist das möglich? Rechtslage bezüglich Cannabis, THC-Produkten und ob Cannabis-Samen legal in Deutschland gekauft werden können, ist aktuell ein heiß diskutiertes Thema. Genau, das hatten wir. Also grundsätzlich ist es jetzt legal. Schon seit einer ganzen Weile werden Cannabis-Samen legal in Stores und Online-Shops in den Niederlanden, Österreich und anderen EU-Ländern angeboten. Doch wie sieht es mit dem Handel und dem Import nach Deutschland aus? Im folgenden Artikel werden wir uns mit dem Thema befassen und ein wenig Licht auf die Rechtslage inland und in umliegenden EU-Ländern werfen. Das Wichtigste in Kürze. Der Handel von Cannabis-Samen ist innerhalb Deutschlands verboten, jedoch können Cannabis-Samen legal im EU-Ausland erworben werden. Also ich schätze mal in erster Linie Holland und Spanien und solche und so die Himmelsrichtung, ja. Ja, Spanien hat auch ein relativ beliebte Dinge bei sich. Einmal Royal Queen Seeds. Mhm. Die sind sehr groß dort. Also kommen von dort und sind sehr groß im Handel, was Samen betrifft. Mhm. Ja. Dann lese ich hier noch, der Cannabisanbau in Deutschland ist halt erstmal legal. Erlaubt 3 weibliche Hanfpflanzen, hatten wir ja. Ja, es wird nur darauf, glaube ich, geachtet werden, dass jetzt nie irgendwelche exotischen Sorten aus dem Ausland herangekarrt werden, die eventuell doch... wo es nochmal anders gehandhabt wird als wir, wo eventuell ein höherer THC-Gehalt drin ist oder wo eventuell gar nicht so drauf geachtet wird. Ich bin mir leider dort das nicht so sicher. Mhm, mhm. Ah, hier lesen wir es, ja. Da das EU-Recht eine Handels- und Wettbewerbsfreiheit vorschreibt, muss der Versand von Handelsware innerhalb der Europäischen Union bedingungslos gestattet werden. Privatpersonen können ab dem 1.4.24 Cannabis-Samen legal aus dem EU-Ausland erwerben, sich nach Deutschland liefern lassen. Vorausgesetzt, sie sind nicht zum unerlaubten Anbau bestimmt. Paragraph, wupp, ja. Also, solange man nicht diese Grenze überschreitet, ne, kann ich jetzt online mir die entsprechenden Samen bestellen. EU-weit finden sich über 100 verschiedene offizielle Samenbanken, denen deutsche Bürger Cannabis-Samen legal kaufen und zu sich nach Hause bestellen dürfen. Marktführer sind hier eindeutig, ja, hier lesen wir es ja, die Niederlande mit Züchtern und Seedshops wie Sensi Seeds oder Royal Queen Seeds. Genau, hattest du ja gesagt.
Dort wird eine Bandbreite verschiedener Sativa, Indica und Hybrid-Cannabis-Sorten angeboten. Also diese unterschiedlichen Namen und Bezeichnungen hier, die sagen ganz einfach, was für eine Züchtung ist das und welchen Gehalt von THC zum Beispiel haben die. Gibt es also unterschiedliche Sorten. Zudem kann man dort auch feminisierte Cannabis-Samen kaufen oder sogar sogenannte Autoflower Seeds. Autoflowering, wie die Pflanzen so genannt werden, die von selbst nach einigen Wochen in die Blütephase wechseln, sind vor allem bei Anfängern sehr beliebte Sorten. Ja, okay. Ja, also wir halten fest, innerhalb der EU, wohlgemerkt, ist es erlaubt, die sich zu bestellen, solange man die anderen Gesetze, die damit zusammenhängen, einhält. Kann man das so zusammenfassen? Ja, exakt, so kann man es zusammenfassen. Obwohl, man muss mal ganz dazu sagen, obwohl Automatik am beliebtesten bei Anfängern ist, ist es nicht gerade beliebt in der Grower-Szene, wie ich gelesen habe. Ich weiß auch nicht, warum. Also, wenn man schon ein bisschen weiter ist, dann wagt man sich schon an die etwas schwierigeren ran, ja, für die man dann einen grünen Daumen braucht. Einen grünen Daumen und arsch viel Geld. So, also die Nicht-Automatics, die sind auch viel, viel teurer, ja? Na, nee, nicht ungefähr, aber die Nicht-Automatics zum Beispiel brauchen einen immer wieder wechselnden Lichtzyklus, der meistens künstlich gemacht wird, im Sinne, also mithilfe von Grow-Lampen, in Grow-Boxen mit Belüftung und allem drum und dran. Und das, die kosten schon mal so, also die Boxen alleine ab 100 Euro bist du da dabei. Und die Lampen und die Lüftung ist auch nicht gerade teuer, günstig. Ah, okay. So, was man da investieren will, ne, das muss dann, denke ich mal, jeder für sich entscheiden. Ich schätze mal, für Anfänger werden dann die Automatics am besten geeignet. Genau. Jawohl, also ich würde sagen, an der Stelle haben wir unsere Mission erstmal erfüllt. Und ich würde vorschlagen, wir schauen jetzt erstmal, wie sich die Situation entwickelt und machen, denke ich, vielleicht im Juli oder irgendwann im Sommer, wenn das Ganze losgeht mit den CSCs, mit den Cannabis Social Clubs, dass wir dann nochmal ein Update machen und schauen, was es da Neues gibt. Genau, mal das Ganze nochmal angucken. Erstmal abwarten, was jetzt so passiert. Jo. Ich meine, Deutschland steht noch, komischerweise. Ja, also mein Aluhut sagt mir, dieses Gesetz wurde jetzt erlassen, damit man die Leute ablenkt, und zwar auf zweierlei Art und Weise. Einerseits, da dieses Gesetz jetzt im Gespräch ist, so wie hier, und andererseits dadurch, dass sich die Leute dann ja mit der Substanz an sich ablenken. Schwurbeldi-durbeldi. Ja, das ist definitiv eine Ablenkung. Aber da kann ich nur mal einen alten Kiffer-Kumpel von mir zitieren. Wie denkst du, wenn du high bist? Und das hat mir schon alles gesagt. Das ist nämlich nicht so verwirrend, wie manch einer denkt. Also Alkohol benebelt witzigermaßen mehr. Ah, okay, okay. Aber das sind natürlich unterschiedlich von Person zu Person. Mhm. Ja, ich schätze mal, es wird dann auch von Person zu Person, klar, das heißt von Gehirnstruktur zu Gehirnstruktur unterschiedlich sein. Insofern, ja. Ja, bei jemandem wie Lauterbach kannst du nicht mehr viel machen, das merkt man ja. Ja, von meiner Seite aus wär's das. Ich sage an der Stelle erstmal danke, danke, dass du mitgemacht hast, Madame. Ja, es war mir eine Ehre. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, ne? Frohes Schaffen. Und immer dran denken, nur ein skeptischer Geist ist ein gesunder Geist. Jo. Avocado over and out. Tschüss.